Oh nein, da sind welche, ne? Ich sehe sie nicht. Das ist mein Problem gerade. Das sind mehrere, ne, oder? Das ist einer. Oh, aha, da sind mehrere, okay. Ich verdrück mich mal. So, wir müssen auf jeden Fall ein anderes Schiff angreifen. So viel ist klar. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte da hinten auf jeden Fall irgendwas mit Panzerung sein. Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist halt, Schiff angreifen ist natürlich sehr lustig, weil... Das nehme ich mit. Haben wir das jetzt im Inventar alles? Nein, ne? Okay, lalalala. Gut. Weil wir brauchen ja auch für stärkere Munition, die wir ja auch nicht mehr so viel haben. Die müssen wir aber bauen, da brauchen wir die anderen Sachen für. So, das Schiff müssen wir ausschalten. Ich nehme mal schon mal die 6 in die Hand, weil da sind wir schon... Oh, es war so... Oha, Alter! 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 Hilfe! Alter, was ist hier los? Was ist denn hier los? Da muss ich aber los. Ich muss ihn mal eben ausrüsten. Nein! Licht an, Licht an, Licht an, Licht an, Licht an. Boah, Alter, ich bin fast tot. Ich muss mich heilen. Bruder, da muss ich aber los. Uah, lass mich. Uff. So, jetzt hier mit der 6. Boah, das wird aber echt schwierig hier. Holy shit. Alter. Ich habe schon wieder keine Rüstung mehr, ne? Boah, bin ich froh, dass ich so viel mitgenommen habe. Ich hätte gerne auch eine Minigun. Achso, im Übrigen, apropos, weil ich es gerade... Ja, Ehre, wir müssen hier ganz schnell alles zerstören. Was hast? Sind hier oben auch noch irgendwelche... Oh, hier. Puh, 7. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hinterher. Was wollte ich gesagt haben? Apropos kämpfen. Tatsächlich ist es so, dass die Entwickler... MP-Turm, Alter. Granaten nehmen wir mit. Dass die... Entwickler... was wollte ich gesagt haben? Tatsächlich... boah, Alter, hier sind so viele Sachen. So viel Stuff. Was kann ich, was ich alles mitnehmen soll? Pistolenturm 1 brauchen wir nicht. Periskop brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Neuen Gegnertyp tatsächlich reinbringen. Ich bin so gespannt, was das sein mag. Was für ein Gegnertyp. Da lassen wir uns echt mal überraschen. Das kann nur heiter werden. Okay, wir haben soweit alles eigentlich, was wir brauchen. Die Leichtlaufgeschosse würde ich vielleicht mal hier ausrüsten. Lass mal mit. Was ist das? Raffinerie? Oh, so sieht eine neue Raffinerie aus, oder was? Alter! Okay, neue Sachen. Werden wir bestimmt demnächst kriegen. Da oben ist noch ein... Uff, ich kann von hier aus drauf zugreifen. Das ist super. Oh nein. Oh, hier. Oh, Ehre. Warte mal. Na, schmeiß doch. Alter. Jetzt kommen sie aber, wa? Hilfe, jetzt wollen sie es aber wissen, wa? Aber Granaten nehme ich mit, die kann man immer gut gebrauchen. So, da haben wir das erste Schiff schon mal. Ich würde das komplett einmal zerstören. Weil das müssen wir ja, glaube ich, zerstören. Also sollen wir ja, damit wir hier, glaube ich, auch was abgraben können. War das nicht irgendwie so, dass man hier dann die Teile irgendwie mitnehmen kann? Oh, guck mal hier, Lager 2. Nice. Ja.
Kann ich dann hier nicht? War das nicht irgendwie so, dass man hier... Oh. Ich habe keinen Schild mehr. Warte mal. Oh nein. Nein, du fährst nirgendwo hin. Nein, du fährst nirgendwo hin. Du Drecksau. Scheiße. Das war doof. Hui. Wie lieber fliegen, Alter. Mega. Schade, das ist jetzt doof. Weil ich habe gehofft, dass man da vielleicht ein bisschen... Ach, Mist. Okay, wir sind auf jeden Fall mega damaged gewesen. Das ist nicht gut. Wir haben auf jeden Fall irgendwie Lagerstufe 2 bekommen. Wir haben, glaube ich, auch nicht mehr so viel Rüstung. Ne? Wir haben, glaube ich, eine Rüstung. Kann das sein? Huch. Bibi, bubu, bibi, bubu, bibi, Bodenstaubsauger, bibi, bubu. So. Die kommen auf jeden Fall immer wieder. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Werfgranate? Nehmen wir mit. Kessel nehmen wir auch mit. Alter Schwede. Was haben wir denn an... Haben wir noch genug Inventar? Wir haben nur noch einen Inventarplatz. Sollen wir noch mal ein weiteres Schiff... Ich bin überlegen, ob wir noch ein weiteres Schiff angreifen. Huch. Oh, hätte die Waffe gerne. Ist schon hardcore, ne? Muss man sagen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind Kristalle. Immer mit. So ein anderes Schiff wäre halt noch... Nein, ich habe... So ein anderes Schiff wäre halt noch nice. Da ist zum Beispiel... Stufe 2. Auch Stufe 2. Labor. Tech-Vorkommen. Stufe 1. Stufe 1. Das ist drüben. Wir sind ja hier jetzt. Ja, müssen wir mal so ein bisschen Augenschein behalten, was hier alles noch gibt. Ah, Kristall. Achso, wir haben... Inventar ist voll. Was? Was können wir denn mal... Ach komm, hier den blöden Schrott hier. Können wir mal... Oh. Ach, dann droppt er so Kisten. Nice. Ich weiß nicht... Das Problem ist halt, wir sind echt voll, ne? Kohlekraftstoff, Stufe 2, Energie 10 pro Sekunde. Lager 2, ne? Oh, das könnten wir eigentlich mal einbauen, oder? Ich würde unser Schiff mal eben rufen. Um mal so ein bisschen hier vielleicht schon wieder unser Lager leer zu kriegen. Wenn wir schon dabei sind. Ich mache mal die Lampe aus. So. Denn hier waren wir, glaube ich, ne? Ruf mal eben unser Schiffchen. Mit der 7. So. Das heißt, wir... Oh, wir brauchen auf jeden Fall neue Türme, also neue Waffentürme hier für die Seite. Weil das ist ganz schön hardcore. Muss man einfach sagen. Und die neue Munition brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir haben natürlich einiges gesammelt jetzt an Munition für die neue. Die Leichtlaufgeschoss, die machen 20 Schaden. Die macht 5 Schaden nur, deswegen die blauen brauchen wir auf jeden Fall. So. Ja, bleibst du stehen? Danke. Der Eingang ist andere Seite. Geschütze und Munition wird knapp. Stell mehr Munition her. Ja! Das ist ganz toll. Ich würde aber am liebsten erstmal wieder unter Tage fahren, während wir hier gerade einräumen. Denn ich möchte jetzt hier ungerne hier rumtouren. Pistolenmunition? Hatten wir denn... Ach stimmt, wir haben gar keine... Hä, wieso haben wir gar keine... Okay, da müssen wir ein bisschen was organisieren. Ich weiß schon, warum ich mehrere Schränke gemacht habe. Weil wir halt so viel Stuff jetzt wieder kriegen. Neuen Stuff vor allen Dingen auch. Guck mal, die Barren kann ich doch in den Frachtraum packen. So. Die Kristalle hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo reingepackt, ne? Kann das sein? Hatten wir die irgendwo nicht schon... Die haben wir doch schon gesammelt. Ah, hier. Ach, guck mal, hier habe ich auch schon so ein... Ah, Moment. Just a moment. Just a moment. Hier haben wir doch schon den neuen Stuff drin. Guck mal. Das heißt, den brauche ich erstmal da unten erstmal nicht machen. Dann können wir hier unten erstmal lassen. Also den neuen Stuff packe ich mal hier rein. MP
MP-Tour-Munition. Ich würde einmal die Pistolenmunition erstmal auffüllen wieder. Die MP-Munition. Geil, Alter. MP-Munition wird bestimmt mega, wenn wir so einen MP-Turm kriegen. So, dann haben wir wieder 1000. Lassen wir mal. Kessel. Nehme ich mal hier raus. Das nehme ich auch hier raus. Wieso ist das denn im Frachtraum eigentlich? Ach, weil wir das gesammelt haben vorhin, ne? Beim Rumfahren, stimmt. So, Stufe 2, lalalala. Hydraulikbauteil nehme ich auch mal raus. Das würde ich auch erstmal einsortieren. Alter, ich bin hier nur am Sortieren, ne? Ich bin nur am Einlagern, Sortieren, weil man halt so viel Stuff hier bekommt. So, warte mal, wo haben wir denn hier? Ja, packe ich mal hier so rein, den ganzen Krempel. Kessel, dann haben wir hier Stufe 2 und so, da würde ich mich gleich mal drum kümmern. Auf jeden Fall Kohlekraftwerkmodul Stufe 2, das ist supi. So, dann würde ich hier, glaube ich, einfach mal sagen, haben wir schon irgendwie den Kristall als Symbol? Stimmt, ne, oder? Nö, haben wir nicht. Okay, was mache ich denn da hin? Ich mach hier, oder? Nee, ich mach hier so. Dann sehe ich das, dass das nicht Metalle, sondern Eisen, glaube ich, war es jetzt, ne? So, warte mal. Granaten. Wir haben, glaube ich, ich stapel mal alles, damit es ein bisschen sortierter ist. So, die panzerbrechende Revolvermunition. Die können wir ja eigentlich erstmal wegpacken, die normale Muni, ne? Weiß nicht, was. Weiß gar nicht, ob wir die schwere Muni jetzt schon herstellen können. Müssen wir mal gleich mal gucken. Hier sind noch Granaten. Da ist noch schwere Muni. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Pistolenmunition und so. Die können wir mal rausnehmen. So, warte mal. Lass mich mal eben schnell schauen. Wie machen wir das jetzt? Also, die Pistolenmuni packe ich mal weg. Ich stapel mal alles. Sortiere das mal wieder. So ein bisschen nach meinem Wünschen. Werfgranate. Bin ich mal gespannt, was wofür diese ist. Die Werfgranate. Da lasse ich mich ja mal überraschen. Die packe ich auch mal hier rein. Eine zumindest. Vielleicht ist das auch fürs Schiff, ich weiß es nicht. So, das packe ich hier rein. Die Schrotflintenmuni haben wir sogar auch noch ein bisschen mehr. Tatsächlich. Das heißt, ich würde vielleicht eine 500er Stack vielleicht noch hier reinpacken. Dann haben wir 2000. 35 von 48. Wir kriegen ja gleich sowieso einen größeren Frachtraum, ne? Also von so an ist es jetzt eh erstmal egal. Eisenschrott hatten wir oben, ne? Hier, glaube ich, ne? Jo. 20 Eisenschrott haben wir schon. Sehr schön, nice. So, Lebensenergie. Wir haben Granaten. Genug eigentlich. Wir haben sogar ein bisschen gesammelt. Ich würde jetzt einmal gucken, was, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes herstellen. Und zwar würde ich einmal gucken, ob das funktioniert mit unseren neuen Frachträumen. Wir haben Energie 400 von 400. Ich weiß halt nicht, ob wir einen neuen Kern brauchen für den Frachtraum. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wand, wenn ich das richtig sehe. Das könnten wir theoretischerweise die hier nehmen. Uff. Okay, der Storage ist größer. Das heißt, wir müssen auf einer Seite irgendwo was wegnehmen. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Waffe dahin kommt. Der Frachtraum kommt weg. Kann ich den wegnehmen? Ja. Die Waffe kommt auf der anderen Seite. Und dann machen wir hier den großen Frachtraum hin. Alter Schwede. Uff. So, wir haben einen größeren Frachtraum. Meine Frage jetzt ist hier vorne direkt auch, ne? Ich speichere mal eben. Jo, 96 Plätze haben wir jetzt. Nice. Geil, Alter. Mega. Feier ich. Feier ich hardcore. Feier ich mega hardcore. Frachtmodul Stufe 1. Ich weiß nicht, ob wir das nicht einfach entsorgen sollen. Weil das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Das ist ja, obwohl Stufe 1, ne? Das ist das, was wir gerade abgebaut haben. Würde ich mal hier hinpacken. Modifiziertes Kettenteil, das packen wir auch wieder rein. Stufe 2. So, Kohlekraftwerk Stufe 2. Das können wir an der Decke bauen, ne? Haben wir ja immer gesagt bekommen. Deswegen würde ich mal gucken, hier Stufe 2. Hier. So, jetzt haben wir natürlich auch mehr Energie, ne? Oder? Oder bin ich jetzt falsch im Bilde? Plus 5 haben wir auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwie...
Energie, lalalala. Direkte Drillship-Aufwertung. Okay. Standardketten. Ach so, warte mal. Teil einer beschädigten Kette. Das müssen wir ja, glaube ich, erst zusammensetzen, damit wir was bauen können. Gut, ist ja nicht so schlimm. Da sind wir ja gerade dabei. Aber wir haben jetzt einen größeren Frachtraum. Das ist ja nice. Das heißt, theoretischerweise können wir das auch alles da reinpacken. Wir haben immer noch genug Plätze frei. 15 von 72. Holy Jesus. Ich weiß halt nicht, ob wir... Das heißt, das brauchen wir erstmal im Prinzip erstmal gar nicht. Die Frage ist, was brauchen wir alles zum Herstellen für die neue Munition? Würde ich einmal gucken. So, wir brauchen Eisenpatronenhülsen und Schwarzpulver. Und Eisen. Die neue Schrotflintenmuni können wir gar nicht herstellen. Aber die neue Revolverpanzerbrechende Munition. Eisenpatronenhülsen. Dazu brauchen wir Eisenbarren. Können wir Eisenbarren schon herstellen? Nein. Wir müssen quasi die Raffinerie aufwerten, damit wir das bestimmt herstellen können, ne? Raffineriedatenstufe 2. Haben wir das nicht sogar schon? Bin gerade nochmal überlegen, wie das nochmal war. Stufe 2 haben wir. Pack ich mal im Frachtraum rein. Nee, wie war denn das nochmal mit dem Aufwerten? Jetzt bin ich gerade überlegen, wie war denn das nochmal? Uff, das war so... Oder müssen wir das upgraden hier? Hub-Forschung. Hub ist eine automatische Station, die Forschung abhängig... Zwei Eisenrohre? Haben wir die nicht? Nee, haben wir... Oder haben... Moment. Wir haben doch welche gesammelt, ne? Können wir die nicht nehmen? So, warte mal. Standardforschung aufwerten. Uff, jetzt bin ich gerade erstmal ein bisschen... Wir müssen erstmal unsere Forschung aufwerten, unseren Kram. Uff. Wie ist denn das hier nochmal? Muss es erstmal selber erstmal nochmal schauen, wie das alles hier funktioniert und funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall unsere Dings aufwerten. Blaupausen. Hier, Standardforschung aufwerten. Wir brauchen zwei Sensoren, dann können wir die Forschung aufwerten. Zwei Sensoren. Haben wir zwei Sensoren? Konverter, Pumpe. Ein Sensor. Zwei Sensor. Sogar drei Sensor. Lass mal gucken. Ich würde erstmal einmal speichern. Nur zur Sicherheit. Drei Sensoren. Wir haben immer noch, Alter, 27 von 72. Das lohnt sich schon, das große Modul. So, und jetzt brauchen wir Forschungsmodul Stufe 1. Das können wir aber nicht machen, weil wir, glaube ich, nach oben müssen, ne? Damit wir es bauen können, ne? Genau. Aktive Module bedeutet, die müssen aktiv sein. Das heißt, wir müssen nach oben fahren. So, gerade ist ja Vulkanausbruch gewesen. Das passt ja super. Das heißt, das können wir erst immer aufwerten, sobald die ganzen Geräte rausgefahren sind. Da können wir auch dann einmal gucken, wie die Leistung ist. So. Ob das soweit funktioniert alles? Na, Rumpf 18 von 18, das müssen wir auf jeden Fall auch erweitern. Ja, aber es sieht doch ganz gut aus, ne? Wir verlieren auf jeden Fall jede Menge Energie, aber wir füllen auch wieder auf. Okay, nice. Gut, pass auf, dann mache ich das mal eben schnell, bevor wir jetzt hier... Geht nicht, weil, warum? Forschungsmodul Stufe 1? Aber haben wir das nicht? Oder müssen wir... Forschungsmodul Stufe 1. Ein Konverter brauchen wir dafür. Oh, warte mal. Bevor die jetzt gleich wieder kommen. Konverter. Den haben wir, glaube ich, oder? Konverter.
So, jetzt können wir den herstellen, ne? Forschungsmodul Stufe 1. Stellen wir her. So, der ist jetzt im Frachtraum drin. Zwei Forschungsdaten Stufe 1. Hä, haben wir das nicht gehabt? Oh, der brauchte auch Forschungsdaten Stufe 1. Uff. Okay. Ist jetzt drin natürlich, ne? Genau. Forschungsmodul Stufe 1. Müsste ja drin sein, ne? Müsste er eigentlich haben. Zweimal Forschungsdaten Stufe 1. Das haben wir, glaube ich, nicht, ne? Oder?